Fukushima hat uns ja letztes Jahr vor Augen gehalten, dass es so friedlich in die Katastrophe gar nicht, so friedlich ist das gar nicht. Das ist ziemlich laut. Wie sieht das jetzt aus in Fukushima? Wie werden die Menschen leben? Was ist überhaupt direkt passiert? Man spricht immer vom Super-GAU, mehreren. Also die Brennmasse geht also in die Erde hinein. Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, wir hatten drei Core-Verschmelzen. Das heißt, dass die Brennelemente, diese langen Stahlstangen, in denen sich das Uran befindet, verschmolzen sind. Und wir haben ein weiteres Problem, und zwar ist es viel größeres. Das ist im Block 4 befinden sich über 1500 abgebrannte Brennelemente. Und diese Brennelemente bestehen aus über 10.000 Röhren. Das ist also eine gewaltige Menge. Und die sind 6 Jahre im Reaktor gewesen. Die sind also hochradioaktiv. Schlimmer kann es nicht sein. Und dort sind Risse aufgetreten. Und dadurch hat sich das verschmolzen und dann hat es, und das Wasser ist abgelaufen und dadurch hat es eine Explosion aufgetreten und die hat die ganze Struktur des Gebäudes so geschwächt, das heißt die Pfeiler, auf denen das steht, weil das steht im ersten Stockwerk, sind brüchig geworden. Und wenn jetzt noch ein kleines Erdbeben kommt, kann das Ganze zusammenstürzen und dann wird es wirklich kritisch für Japan. Das wäre dann für große Teile das Ende dort. Aber auch in den anderen drei Reaktoren, im Reaktorblock 3, hat es eine Wasserstoffexplosion gegeben und dort wurden sogenannte MOX-Brennelemente verwandt, das heißt, wo Plutonium mit drin ist. Und das ist dann zu einer atomaren Explosion gekommen. Plutonium ist ja der Bombenstoff und dadurch ist das atomar explodiert, natürlich nicht wie in einer Atombombe, da wird das ja innen drin festgehalten. Also mehr implodiert nach innen. Nein, aber das konnte hier nach allen Teilen natürlich weg, während das eine Atombombe nicht weg kann und dadurch die Kettenreaktion richtig gewaltig aufgebaut wird. Das war hier nicht der Fall. Heißt, man wird es machen wie in Tschernobyl, dass man das Ganze mit Beton und Stahl ummantelt? Oder? Das bringt überhaupt nichts. Ich meine, wir haben das in Tschernobyl ja gesehen. Dieser ganze Sarkophag ist brüchig, da sind riesige Risse drin, der steht kurz vorm Einsturz. Und jetzt will man das Ganze ummandeln, aber die Radioaktivität ist längst draußen. Und auch in Japan wird das nichts bringen. Denn im Grunde müsste man das jede 20 Jahre dann erneuern, weil die Strahlung alles kaputt schießt. Das heißt, da bilden sich Risse drin, da werden große Löcher sein, dann stürzt das ein. Und das heißt, diese abgebrannten Brennelemente, die strahlen für über 20 Millionen Jahre. Das heißt, ich müsste 1 Million Mal eine Schicht drumherum machen, dann sind wir bald beim Mond. Also das ist doch mehr oder weniger Unfug. Und in der Zwischenzeit sind ja große Teile Japans richtig stark verseucht. Da wird ja gerne drumherum gelogen. Aber die Werte waren selbst in Tokio so hoch, dass die japanische Regierung erwogen hat, Tokio, also 30 Millionen Menschen, zu evakuieren. In einem Land wie Japan natürlich kompliziert, nicht? Ja, wohin mit den Menschen? Und dann kommt hinzu, dass da ja das Herz der Industrie von Japan schlägt. Das wäre das Ende Japans. Aber mittlerweile wissen wir, dass also doch Werte an Plutonium und Cäsium, Strontium gemessen worden sind, die so hoch sind, dass die Geigerzähler nicht mehr ausreichen. Und trotzdem, es wird nur verharmlost. Nun wird ja immer gesagt, okay, das kann hier nicht passieren. Erdbeben aller und Seebeben mit Tsunamis ist ja hier nicht möglich. Aber ich bin selbst einmal Werkstoffprüfer gewesen. Und jetzt meine Frage, in Krümmel, gar nicht so weit weg von Mölln, stehen Brennstäbe über 500 draußen. Asse, nicht das Brennelementelager. Dort dringt es schon durch. Ich meine, die natürliche Erosion würde im Grunde auch schon ausreichen. Ich weiß, Werkstoffe halten nicht ewig. So, die werden brüchig. Da ist ja die Gefahr viel, viel größer. Da muss man gar nicht auf ein Erdbeben warten wahrscheinlich. Ja, ich meine, auch Erdbeben ist ja nicht ausgeschlossen. Es kommt hinzu, dass eigentlich alle Flüsse mehr oder weniger Erdbebenlinien waren. Die sind durch Erdbeben entstanden, die Risse in der Erdkruste, wo dann das Wasser durchströmt. Und dummerweise hat man ja die Atomkraftwerke überall an Flüssen gebaut, weil man sie kühlen muss. Aber auch sonst, es kann Hochwasser geben.
wie zum Beispiel in Fort Colquhoun in Amerika. Da hat es sich ja nach Fukushima, ist ja ein Atomkraftwerk durch Hochwasser geflutet worden. Und dann sind die ganzen Notstromdiesel ausgefallen, was einen Kurzschluss gegeben hat. Gut, das hat man wieder in den Griff bekommen, aber da hat es auch anfängliche Chorverschmelzen gegeben. Und es gibt so viele Möglichkeiten, wenn wir mal an Sabotage denken. Ich meine, es gibt heute Abwehrraketen, Panzerfäuste, die durchschlagen alles. Terrorismus. Ja, es ist aber auch die Dummheit des Menschen. Und es gibt so viele Möglichkeiten, das können wir uns gar nicht vorstellen. Sicherlich kann hier in Deutschland noch jederzeit etwas passieren. Wie hoch ist die Gefahr, man hat jetzt Millionen Liter radioaktives Wasser abgelassen, wie groß ist die Gefahr von Missbildung und dass die Evolution der Fische mit beeinträchtigt? Ist das schlimmer als Genmanipulation? Naja, es ist ganz klar, es wird ja heute noch, werden ja jeden Tag Tausende von Kubikmetern an Wasser, an Meerwasser durch die Reaktoren gejagt. Einmal um die zu kühlen, aber auch um die Strahlung abzutransportieren, damit sie nicht in die Luft geht, wird sie ins Meer gespült. Und natürlich landet das früher oder später in den Nahrungsketten. Und wir wissen ja auch, dass in den USA, da sind ja gerade Statistiken veröffentlicht worden, dass nach Fukushima in dem Jahr es 18.000 Babys zusätzlich gestorben sind zu den Vorjahren im Schnitt. Also natürlich hat das Auswirkungen. Und es ist ja nicht umsonst in Deutschland die Toleranzwerte für Nahrung zum Teil um das Dreifache erhöht worden, weil natürlich die Strahlung, die in Japan aufsteigt und die Erde umrundet, irgendwann auch bei uns runterkommt. Wie viel Handhabe hat eigentlich noch der einzelne Parlamentarier, die Politik überhaupt? So gut wie gar keine. Ich meine, ich müsste jetzt ein bisschen ausholen. Wenn wir also beispielsweise wissen, dass von der Produktion der gesamten Welt 20-40% von der Mafia kontrolliert wird, dass die Mafia die 5000 größten Multis, die ja Aktiengesellschaften sind, praktisch gehalten wird, dass die Lobby weitestgehend dirigiert, die hat ja auch im letzten Wahlkampf den Wahlkampf für Schwarz-Gelb finanziert und organisiert, ja mit der Auflage, dass dann eine Verlängerung der Atomkraftwerke kommt. Dass nun Frau Merkel war gezwungen, jetzt darauf zu reagieren, weil die große Mehrheit der Menschen in Deutschland und auch in anderen Ländern gegen Atomenergie sind. Und deswegen hat sie erstmal den vermeintlichen Ausstieg beschlossen. Und wir sehen ja nun, dass damals Atomkraftwerke auf einen Schlag über die Hälfte dicht gemacht worden sind und es ist überhaupt nichts passiert. Bei uns sind nicht die Lichter ausgegangen. Und wir sehen auf der anderen Seite dort, weil die Sonnenenergie so massiv ausgebaut wird, dass sie schon befürchten, dass sie ihren Atomstrom nicht mehr loswerden, dass an diesem Punkt ja auch die Subventionen stark gekürzt werden. Wäre es natürlich auch wichtig, wenn die alternativen Energien wie Sonnenstrom natürlich auch ein gutes Stromnetz bekommen, dass dann dementsprechend auch Sonnenenergie nicht nur verkauft wird, sondern auch tatsächlich an die Haushalte kommt. Ja, das ist natürlich, aber ich bin nicht dafür, dass man diese Hochspannungsleitung macht. Man sollte die Kabel unter der Erde verlegen, und zwar aus vielerlei Gründen. Einmal natürlich das Optische, nicht? Das sieht ja hässlich aus ohne Ende, aber anders auch, sie sind dann unempfindlich gegen Wetter. Zum Beispiel wissen ja, als wir da den harten Winter hatten und dann die Eiszapfen an den Kabeln hängen, dass sie dann gerissen sind oder die Türme geknickt worden sind. Es ist also sehr viel unempfindlicher unter der Erde. Es ist zwar auch teurer und deswegen will man das nicht, aber das sollte man machen. Fukushima nochmal zurück, friedlich eine Katastrophe. Das Buch, eigentlich ein Bestseller, ist wieder neu aufgelegt worden im Nautilus Verlag. Also wer gucken will im Internet, Nautilus Verlag, dort gibt es das Buch wieder neu. Schön aufgemacht, 1300 Seiten. 1350 man muss und 20 es, Euro. Das Schöne bei dem Buch ist, man muss es nicht wie ein Roman lesen, sondern man kann sich wirklich punktuell raussuchen, Themen und dann dort sich informieren. Als Lexikon und Nachschlagwerk, ja. Lexikon und Nachschlagwerk. In Kanada hat mal 1992 das höchste kanadische Gericht,
das Supreme Court, festgestellt, die wahren Herrscher Nordamerikas, und das gilt auch bei uns, sind die Mafia, die organisierte Kriminalität, die größte Wirtschaftsfirma der Welt. Aber das sind keine Personen, wie man sagen kann, naja, Marlon Brando als der Pate, das sind heute Gesellschaften, die eigentlich gar keine Gesichter mehr haben, wirklich. Das sind Banken, das sind Börsen. Wenn wir sehen, dass die Mafia, und dass diese Zahlen sind schon alt, die Werte sind heute viel höher, alleine durch ihren Drogenhandel jedes Jahr Profite macht von 1.500 Milliarden Dollar. Und sie dieses Geld Jahr für Jahr benutzt hat, um große multinationale Firmen aufzukaufen, um Banken aufzukaufen und die Börsen. Und sie mittlerweile die Börsen kontrolliert, das ganze Bankengeschehen und Aktien. Ich meine, es gibt alleine in Russland eine Mafia-Gesellschaft, die über 800 Banken verfügt. Dann kriegen wir so langsam ein Gefühl dafür, mit was für einer Macht wir es dort zu tun haben. Ist jetzt da die Occupy-Bewegung ein kleiner Anfang überhaupt, um Aufmerksamkeit zu erregen, die ja oft belächelt wird, aber... Ja, es ist eigentlich das Einzige, weil von den Medien und von der Gesellschaft dürfen wir nicht erwarten. Die sind ja nur die Ausputzer, um die hunderte Milliarden, die die Banken verspielen, wieder die Kasse zu füllen. Und mit Verspielen, das Geld verschwindet ja irgendwo, aber es ist ja nicht weg. Es hat nur den Besitzer gewechselt. Es wird umverteilt von Arm und Mittelstand auf Reich.